So, damit hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier zum Landwirtschaftssimulator 15. Natürlich mit dabei, ihr seht hier der Fahrer, der Eisstrecken. Hallo. Und natürlich weit entfernt hier vom Schuss, die Petra. Ja, hallo. Und meine Wenigkeit natürlich der Bio. Wir sind auf dem Weg zum Marktplatz. Nee. Wir wollen ein bisschen Mist abgeben. Wir teilen das ein bisschen auf. Ich will einen Teil in der Produktionsanlage haben und einen Teil am Markt. Ja. Genau, würde ich auch weil machen. Heiko und Peter dann auch noch Dünger brauchen von uns und da wäre natürlich schön, wenn wir auch was haben, was wir ihnen verkaufen können. Und deswegen würde ich gerne auch noch ein bisschen Mist, kein Problem. Exposition. Gülle haben wir genug zur Produktion von Dünger, nur der Mist fehlt uns immer noch. Und deswegen war auch mein Gedanke, Bio, dass wir vielleicht anfangen, ein bisschen was mit der Zucht zu machen. Entweder okay. Schweine, Rinder oder Hühnerzucht, weil da kriegen wir auch Mist wieder raus. Mhm. Und wir brauchen echt mehr Mist. Wir könnten hier natürlich Unmengen Treibstoff produzieren, dafür müssten wir allerdings einen Haufen Raps kaufen. Und da kriegen wir auch Mist wieder raus. So, wir haben jetzt gerade mal hier 874 Liter Dünger, den können wir vergessen, das brauchen wir ja nicht liefern. Das ist ein Witz. Hm. Nicht mal 1000 Liter, ja, also. Hier fehlt nur der Mist, die Gülle ist noch drin mit fast 8000 Liter. Okay. Saatgut 11.400, das ist schon mal nicht schlecht, aber ein bisschen. Ich hoffe, der leert nicht zu schnell ab, wenn ich jetzt abkippe, aber. Ja. So, die restlichen 4.000 haben wir 3,5 hier abgekippt und die restlichen 4.000 bringe ich zum Markt. Schön! Dann gibt es jetzt noch ein bisschen Dünger. Ist zwar nicht viel, aber. Wir müssen erstmal gucken, dass wir noch ein bisschen mehr Mist dran kriegen. Ja, hier ist natürlich jetzt die Schotterpiste, wo die Straße hinkommt, ne? Ja. Ist das schon Ernte drin? Deswegen haben wir ja die Obstplantage nicht, weil wir die Straße ja brauchen. Wir sind wir die haben, haben wir erst genug zu tun. Ne? Ja, naja, erstmal schon die Straße abzubauen, also wenn es halt dann, funktioniert. Dann ist ja wieder das Problem, dann brauchen wir noch mehr Mist, weil da haben wir die Gewächshäuser für Erdbeeren und, ne, nur für Erdbeeren, glaube ich. Erdbeeren waren es, glaube ich, ja. Aber die Erdbeergewächshäuser brauchen ja auch wieder Mist. Mhm. Was schön ist, für die Bäume brauchst du gar nichts machen. Das ist eigentlich eine volle Geldquelle, ne? Ja. Die Bäume brauchst du bloß ernten. Und Wasser brauchen wir da auch wieder. Du darfst nicht geraucht werden. Ja. Ein Straucherfahrzeug. Ach, ich hänge ein Bäumchen hin. Ich hänge ein Bäumchen hin. Ja, die Wiese ist schon wieder mähbar hier. Die Wiese. Ich kenne die ganzen Wege, aber ich wollte auf die Karte gucken überall. Ne? Ich habe die Karte einfach. Auch nicht mehr aktiv. Du hast sie schon aus, komplett oder? Ja, hab sie komplett aus. Na gut, ich habe sie unten in der Ecke zumindest klein, aber ich gucke nicht drauf. Nee, wenn ich sie halt brauche, dann gucke ich auf die große, sonst nicht mehr. Also jetzt nervt mich halt nur noch da oben die Uhrzeit. Das hätte ich auch gerne noch weg und dann wäre komplett das Hut ausgeblendet. Also Gasthof, ne? Hast du gesagt. Gaststätte. Ne? Du bist ja auch gerade hier, Petra, ne? Wir kommen auch gerade, warte. Ja. Wir kommen auch gerade hier an. Das ist ja derselbe Stand. Auf der Seite? Der linken. Nicht wo die Hühner sind, sondern... Auf der anderen Seite, genau. Hier hast du die ganzen Marktstände hier stehen. Ja. Da, du hast eine Deichsel, Petra, rückwärts fahren ist da nicht so. Ich wollte nur ein Stückchen, damit so, du musst an denselben Markt schon, wo wir ranfahren. Also fahr uns einfach hinterher. Ja, okay. So. Der rechts neben mir jetzt ist, wo auch das Holz, das Stroh schon ist. Warte, ich lade erstmal hier den Mist ab. Wenn es Dünger gibt. So, da gibt's da schon. Ja, da kommen er. Die Säckchen hier. Ja, genau. Hier. Das gibt's Dünger. Biohof Universaldünger. Da musst du auch abladen. Ich fahr mal aus, hier mal hin. Wenn es geht, okay, ja, macht schon. Okay, ja, kippt macht. Da ab. Jetzt gibt es ja auch Säcker mit Hafer. Ja, süß. Ja, ich kenne ja Mönchwinkel gar nicht. Oh, komplett leer, der Hänger. Hast du was total verpasst, ey. Mönchwinkel war super gewesen. Weil es hat mir so viel Liebe. Du kannst vorwärts rausfahren. Boing. Einfach vorwärts raus. Ja, du stehst doch noch da. Ach so, dann sag, du hast im Weg stehen. Dankeschön. So, als Bild für YouTube hier. Haben wir jetzt Hafer geliefert. Und so, der Markstand ist jetzt komplett versorgt, ne? Der eine Markstand sieht gut aus. Der nicht hat jetzt in Ballen anliefern. Genau, nicht in Ballen anliefern, genau. Der hat jetzt Hafer hat er da, Mist hat er da, Gras und Weizenstroh. Also er kann jetzt Hafer, Heu,
Stroh und Dünger verkaufen. Und der erste Stand, der komplett versorgt ist, haben wir noch nicht drin. Aber habe ich auf noch nie einer anderen Map gesehen. Nee. Deswegen, dieser Marktstand ist so der Hammer, finde ich. Ja. Wie gesagt, und das ist alles, was du ja hier siehst. Die ganzen Stände, die kannst du alle befüllen mit Obst und Gemüse und. Fast alle, ja, genau. So cool. Zwiebeln, Knollis, nee, Kartoffeln. Zwiebeln geht nicht, Zwiebeln geht eben nicht, Zwiebeln. Achso, aber Kartoffeln ging, ne? Kartoffeln geht noch, ja. Kartoffeln geht noch. Genau. Kartoffeln, Silke. Beste Sorte. Obstwein müsste auch noch gehen. Die Brötchen gehen, glaube ich, nicht. Aber ansonsten der ganze Rest hier: Erdbeeren und Kirschen geht natürlich. Pflaumen geht. Äpfel geht, hier Birnen und Orangen geht, Gurken und Tomaten, achso, das ist auch wieder Gewächshäuserbier, ne? Gurken und Tomaten, da brauchst du auch wieder Unmengen an Mist und Wasser nochmal. Kann man alles befüllen, und wenn das alles befüllt ist, was meinst du, wie da die Kasse klingelt die ganze Zeit, wenn du das dauerhaft befüllt lässt? Weil du kriegst das ja nicht permanent so genau, Geld an Geld. Du kriegst es ja nicht sofort, wenn du es ablädst. Hast du ja auch gesehen, du hast die Hafer hingebracht und hast dafür kein Geld bekommen. Das wird jetzt so stückchenweise immer verkauft quasi. Und so stückchenweise geliefert. Und weißt du, Pi mal Daumen? Oh. Guck mal, jetzt gab es wieder Geld gerade. Guck mal, jetzt haben wir gleich 1400, habe ich jetzt gleich wieder drauf. Habe jetzt 600 Euro bekommen, fast. Ich habe gesehen, dass am Markt schon nämlich ein paar Zahlen runtergegangen sind. Wieder Fump, ne? Weißt du, die Wachstumsphase bei uns auf 30 ist? Weil Heiko hat doch, warte, auf 30 wächst noch. Das verdörrt ist, ne? Wächst noch. Nee, ist jetzt ja nur Luzerne gewachsen gerade. Mhm. Also der äußere Rand, der müsste in der nächsten Stufe, glaube ich, fertig werden. Die äußeren Ränder rechts und links vom Feld. Weil, aber wenn die Mitte noch nicht. Wenn ich dir jetzt ins Wort falle, wenn ich das jetzt biete, weil ich bin ja jetzt soweit fertig. Ja. Dann hast du 12 Stunden. Dann hast du von 16 Uhr bis... Nee, wir müssen noch anliefern. Also nicht ganz, ja, ich weiß, nicht ganz. Ja. Also, wenn wir es jetzt anliefern, dann ab 17 Uhr bis... So in etwa, ja, ab der Zeit, wo wir da waren. Ja, aber wenn wir dann nicht mehr spielen, dann bleibt das trotzdem bestehen. Ja klar, die Zeit läuft dann nicht weiter. Okay. Und sollte ich irgendwas währenddessen testen auf dem Server wegen dem Ding da oben, dann werde ich die Zeit natürlich gut schreiben euch. Die Zeit gut schreiben. Wie das klingt. Warte mal, wie war das? Aussteigen und Set. Das ist die Frage, willst du es jetzt mieten, dann holen wir es. Ja, klar. Weil okay. Ich habe ja nichts mehr zu tun. Gut, ich bring erstmal hier mal schnell. Bring deinen Traktor da rüber, Bio, und. Naja, ich will erstmal schnell meinen Bulli nach Hause bringen. Achso. Aber ich glaube, ich brauche den anderen. Ja, aber ich bin schnell mit dem Unimog. Ne, ich bin ja auch 75 km/h, bin ich ja auch schnell unterwegs mit meinem Bulli. Man kann die beiden ja nicht zusammenhängen, ne? Das ging nicht, ne? Heiko. Boah, dein Trecker sieht ja dreckig aus. Hier gibt's kein Kerl. Du kannst natürlich eine Verschmutzungspauschale berechnen, ne? Lieferung wird dann so gegen 17 Uhr sein. So in etwa, ja, müsste hinkommen. Ja gut, dann muss ich eben halt die Schmutzzulage. Weil ich weiß jetzt nicht, wann. Nein, das gibt's nicht. Eine Schmutzzulage, hör mal. Ja hallo, kann ich gereinigt, 250 Euro extra. Jetzt wird's ja nicht so dreckig. Aber wir kommen so langsam an Geld dran, wa? Eis? Jetzt haben wir schon 12.000, ne? Zusammenbeete? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich müsste jetzt gucken, wie viel ich auf externen Konto habe, wie viel ich jetzt hier habe und. Aber wenn Heiko nicht da ist, kriegt er nichts, ne? Oder wie ist das? Nee, wenn Heiko nicht da ist, kriegt er auch nichts, ne? Hm. Dafür kriegst du aber mehr. Wir aber auch. Mhm. Weil das alle Einnahmen werden durch alle aufgeteilt. In dem Fall jetzt durch 4. Nicht durch 3, durch 4, weil der Admin ist ja auch noch drin. Ja. Ne? Der Server selbst ist ja auch noch ein Spieler, so nach dem Motto. Und dadurch wird es ja dann durch 4 geteilt jetzt. Das heißt, alle Einnahmen gehen durch 4. Und ja. Wollte ich mal so erwähnen. Ja, ist das super. Wo ist denn das Stroh zum Lagern? Das lose Stroh? Nee, die Ballen. Die Ballen kannst du überall hinstellen, Petra. Ach so. Die kannst du einfach irgendwo abstellen, Ballen. Mhm. So, waren denn das jetzt alles? Bei der LPG stehen die Sachen. Alle bei der LPG, ja. Ja, nein, ich hab jetzt schon die Ballenpresse dran. Jetzt wollte ich mal kurz gucken, welche Seite muss ich denn jetzt raus? Ich glaube, du mit dem Traktor hin und zurück gefahren bist und alles, bin ich schon fast wieder da, glaube ich. Aber wir haben doch auf dem Hoch aus dem Silage-Silo, ne?
Silage kannst du auf dem Hof lagern, ja? Da können sich doch eigentlich das auch abstellen, oder geht das nicht? Damit die Ballen kannst du ja überall hinstellen, Petra. Ja. Aber das sieht so doof aus, wenn ich das irgendwo hinstelle. Ich würde es irgendwo in der Nähe von den Schafen, Rindern hinstellen und von der Kuhweide, damit ihr das relativ zügig denn da mit dem Einstreuwagen, den ihr dann auch noch braucht, Einstreuwagen dann machen könnt. Ne? Wo ist denn die Kuhweide? Allerdings möchte ich nochmal erwähnen, wir kaufen euch, wir können euch das Stroh theoretisch auch in Ballen abkaufen, wenn wir mal wirklich dringend Stroh brauchen und ihr jetzt nur noch Ballen habt. Können wir es auch im Ballen abkaufen? Bio, wir haben ja auch einen Ballenschredder da. Wir können rüber die Ballen wieder klein machen. Mhm. Ist das über der Gaststätte dieses Zeichen? Für Kühe oder wo ist? Ne, bei euch auf dem Hof direkt. Hühnern. Ach, da bei den Hühnern unten drunter, ne? Unten drunter bei den Hühnern, ja, genau. Mhm. Das ist da, wo auch die Futtermischanlage ist. Ja. Ja, müssen wir die auch noch anschmeißen oder sollen wir von euch Futter kaufen? Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt von uns Futter kaufen, könnt ihr aber auch selber anschmeißen. Also Heike wollte es, glaube ich, selber anschmeißen. Ja, ne? Dafür muss er aber dann auch Gras mähen und Silage machen und... Ja. Wir brauchen natürlich auch wieder die Gerätschaften. Na, natürlich. Rasenmähen. Könnt ihr natürlich auch von uns mieten. Da hätte ich natürlich gerne meinen Rasenmäher. Warte mal eben. Übergabe erfolgt beim Haus hinten, ja? Ja, da ich suche gerade den... Was hattest du jetzt mitgenommen? Ah, hier ist er. Presse. Übergabe erfolgt beim Farmhaus, Petra, ja? Okay. Ja. Also da, beim wo auch der Spawnpunkt ist am Anfang, wenn man Joint ins Spiel. Ach so, ich bin jetzt extra schon zum Feld gefahren, lol. Na, also so viel Service können wir ohne, ja. Also. Rappenmähwerk. 13.500. Hast du das schon bezahlt? Nee, nee. Oder diesen 8, aber den mag ich nicht so. Den 8.500er oder 8.300er. Ja, warte, dann fahre ich eben zurück. Nee, bezahlen würde ich auch erst am Ende machen, falls sie überziehen. Ach so. Ja, das weiß ich ja nicht. Oder ich bezahle jetzt gleich schon. Vorkasse und danach kommt die Nachkasse denn. Und dann, falls länger wird, den Rest. Na, da wird ja genau. Da wird ja dann noch geguckt, ob es dann sauber ist und alles sowas. Genau. Und, weil mit den 1000er Schritten, aber du änderst das ja sowieso noch. Ich ändere das dann ab auf 250 Schritte. Habe ich schon mal gemacht. Oh, ist doch gut. Darfst noch nicht ankoppeln, Petra? Nee. Das war nicht. War echt? Keine offizielle Übergabe, ja. Das fehlt ja noch was. Deswegen, wir warten jetzt noch auf Bio hier, dass er noch den zweiten bringt. Dem. Aber kommt schon mit meiner Rechnung. Ich ankoppeln, Petra. Nein, hab ich noch nicht. Ansonsten wird sofort, fängt die Zeit sofort an. Ich steh dran. Ich gucke jetzt, ob du ankoppeln hast. Nein, hab ich nicht. Nur das Zeichen im Fenster. Jede Minute ist kostbar. Ja, aber wenn sie jetzt ankoppeln, würde ich sofort die Zeit aufschreiben, aber jetzt fängt die Miete an. So. Also Bio, lass dir ruhig noch 25 Minuten Zeit, laut Spiel. Ja, eigentlich dann ja. Dann haben wir eine volle Zahl. Ja gut, ansonsten schreibe ich halt die Zeit direkt auf, ist ja egal. Das ist richtig. Tja, ich nähere mich. Jo. Da bist du einfach mal eben gerade aufgeploppt in der Karte. Übergabe. Könnten wir uns auch einen Tieflader für kaufen später, Bio, für die ganzen Mietsachen. Einfach auf den Tieflader rauffahren, die ganzen Sachen herbringen. Hier, bitteschön. Heiko will doch aber nicht mieten. Der will doch selber kaufen immer. Naja, ja, wenn man das Geld hat, kann man es ja selber kaufen. Ist ja kein Ding, aber wenn man es nicht hat... Ich hoffe, der kann das ziehen jetzt, der Steier. Ach doch, die Presse ist nicht so tragisch. Warte mal, das wäre natürlich jetzt der Hammer, ne? Ach klar, locker. Okay. Die Presse braucht 70 PS. Also. Oh. Wo auch der Punkt ist, ne? Die Quaderballenpresse braucht 122 PS, ne? Also. Ich sage, warte mal, 4 Minuten gebe ich dir noch, dann hast du Viertel vor. Oder 3 Minuten. Ist doch scheißegal, ich schreibe die Zeit einfach, dann ist gut. Okay, ich hab's dran. Du hast gekoppelt, gut. Ja. Dann 16:42. Also hast du bis 4:42 Zeit. Okay. Und das ist meine absolute Lieblingsbeschäftigung im LS.
Beziehungsweise du hast bis 16:41 Zeit, weil ansonsten überziehst du ja schon. War das ironisch jetzt? Petra? Hm? War das ironisch gemeint? Nee. Achso. Weiß ich nicht warum. Ich mag das, wenn ihr da. Da. Die Petra, ja? Merkt ihr die Zeit? 4:41 Uhr. Werde ich nicht dran erinnern. Ja. So. Wäre schön, wenn ich die 2000 Euro noch kriegen würde, denn. Pickup senken und Ballen an. Ach, Petra? Ja? Die 2000 Euro? Ja. Sofort. Ja, genau, sofort. Warte mal, wie war das jetzt noch? Du musst aussteigen erst und dann Steuerung Z. Steuerung. Aber das kannst du auch um ein Fahrzeug machen, habe ich gesehen. Ach, Z. Nee, das geht aber nicht in jedem Fahrzeug. Also so, am besten aussteigen. Und dann Geld an Ice Dragon überweisen. Du musst aber erst auf dem Konto haben, ne? Kommt daran. Geld auf dem Konto ist da komme ich ja. Komme ich da dran? Du musst Geld von Spielstand aufs Konto machen. Ja, auf dem Konto ist 27.000 drauf. Okay. Hä? So viel haben wir? So viel hast du. So viel hast du. Okay, Geld ist da, kannst arbeiten. Okay. So, aber wir arbeiten jetzt nicht mehr, denn die Folge ist zu Ende. Das heißt, beim nächsten Mal geht es nämlich hier weiter an der Stelle. Damit verabschieden wir uns natürlich ganz herzlich. Wünschen euch ein schönes Wochenende und natürlich freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Damit sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.